Am Ende hat so ein ganz kleines bisschen gefehlt, dass es die große Explosion gegeben hätte. Der Borussia Park war ja quasi fest in blau und weißer Hand. Hallo, herzlich willkommen zum Legenden-Talk mit Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. 0-0, dasselbe Ergebnis in Gladbach wie vorher zu Hause gegen Köln. War es auch das gleiche Spiel? Sagen wir so vorweg, diese 0-0-Spiele bringen uns in unserer Situation nicht weiter. Da steht man fest. Aber man hat gute Dinge gesehen. Wir standen in der Abwehr hervorragend. Der Gegner hatte kaum eine Möglichkeit. Wir waren aggressiv. Wir haben das Mittelfeld beherrscht, sagen wir mal so. Auch den Gegner beherrscht. Was mir gefallen hat, ist dieser Balanta, der auf der 6 spielt. Aber eins muss er weglassen. Die schlagen mit beiden, nein, das ist eine Frage der Zeit, bis die rote Karte kommt. Und ich sage, der erste Versuch, der hätte schon die rote Karte kriegen müssen. Doch, sowas geht nicht. Unten die zu beackern, kein Thema. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich persönlich sehr zufrieden war mit ihm, der nun nicht lange da ist, war super. Die Abwehr stand hervorragend, also es gab überhaupt in dem Bereich überhaupt kein Problem. Nur da nach vorne, da haben wir ganz große Schwierigkeiten, kleine Chancen, wo man nicht sagen kann, das waren hundertprozentige Chancen. Und dann die nächste Frage, ich muss ja schon stellen, warum spielt Salazar nicht? Da muss ja Gründe geben, die ich nicht weiß. Ja. Weil er doch ein Spieler ist, das hat er in der Vergangenheit gezeigt, dass er den Unterschied ausmachen kann mit seiner Spielweise, wie er spielt. Dass auch viele Leute sich fragen, warum nicht? Ja? Und da muss es eine Antwort drauf geben und da bin ich gespannt auf diese Antwort. Abi, zuerst mal noch deine Analyse, bevor wir uns um das Thema kümmern. Ich würde sagen, angefangen bei Ralf Fährmann, der sehr sauber aufgebaut hat über Jens mit dieser Monstergrätsche da gegen Thüram, obwohl er schon gelb hatte. Ne? Das ist ja auch nicht unriskant, da muss man sich sehr sicher sein und das spricht auch für ihn. Ne? Mhm. Das sieht doch hinten jetzt mal ganz anders aus. Ich meine, wer hätte nach Leipzig und davor Frankfurt gedacht, dass wir jemals wieder zu Null spielen? Und jetzt haben wir zweimal hintereinander zu Null gespielt. Also Jens ist sicherlich derjenige, der wieder diese Woche für mich super gespielt hat. Ist auch in Mannschaft des Tages reingekommen in der Bild-Zeitung, habe ich extra mal reingeguckt. Und ich fand auch, er war mit Kral wohl die beiden besten Spieler bei uns auf dem Platz. Muss aber auch sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht gewesen von Gladbach. Ich habe da von Gladbach auch ein bisschen mehr erwartet. Also da war wenig Druck mit einem Stürmer nur, Kramer da so hinter dem Terrain. Aber das war mir alles zu wenig, fand ich. Ja, also da hätte ich gedacht, dass da noch mal was kommt, dass sie noch was nachschieben. Aber der Trainer hat ja dann erst in der 88. Minute erstmal so ein bisschen ausgewechselt und Neuhaus kam dann in der 88. Minute, nachdem man ihn ja gefragt hat, warum er den nicht hergebracht hat, hat er gesagt, er hätte einen Kreuzbandriss gehabt, deswegen hätte er ihn so spät gebracht. Also dann frage ich mich nur als Trainer, bringe ich keinen Spieler, der den Kreuzbandriss hat, noch 5 Minuten. Also da ist die Gefahr sicherlich größer, sich zu verletzen, als wenn man den in der Halbzeit bringt. Ja, und das ist nun mal ein guter Fußballer. Also es war super, dass der so schlecht reagiert hat. Für uns, ich fand, unsere Mannschaft hat gut gespielt, sehr gut gespielt. Es fehlt einfach vorne, wie Klaus schon gerade sagte, wir machen keine Tore. Ja? Also wir trampeln hinterher. Also es nutzt nichts, wenn Bochum gewinnt und Augsburg gewinnt. Gut, jetzt hat Hertha, was ich ja gesagt habe, Hertha ist mit uns unten drin. Stuttgart hat gestern die Möglichkeiten gehabt, rauszukommen, haben es aber auch nicht geschafft. Also die sind noch nicht weggelaufen, ja. Und wenn man jetzt davon ausgeht, wir hätten Köln schlagen können, wir hätten jetzt Gladbach schlagen können, dann hätten wir schon ganz woanders gestanden. Und wir hätten in Frankfurt gewinnen müssen. Ja. Ja, und ich bin ein bisschen anderer Meinung mit Gladbach. Wir haben es nicht zugelassen. Ja, und Überflieger haben die ja auch nicht drin, da man sagt, hallo. Aber wir haben standen hinten hervorragend, aggressiv. Und deswegen haben die auch kaum eine Möglichkeit gehabt.
Und Ralf Fährmann macht einen ruhigen, sicheren Eindruck da im Tor auch noch. Nur, Abis hat es gesagt, vorne fehlt uns das, was man braucht, um Spiele zu gewinnen. Entweder ein bisschen Glück, vielleicht mal wieder, dass der eine oder andere trifft, ja. Aber wir haben natürlich auch zu wenig Chancen. Ja. Wir haben ein, zwei Chancen mal gehabt. Gut, das ist natürlich auswärts jetzt auch nicht so, dass man da pausenlos Chancen hat. Das ist ja auch klar. Die hätte man hier zu Hause haben müssen. Aber wenn man in Gladbach schon mal die ein oder andere Chance hat, Mensch, früher haben wir mal aus einer Chance ein Tor gemacht. Das ist leider oder eben aus nicht. Keiner. Oder Chancen, aus keiner Chance mal ein Tor Flocken, gemacht. Das waren ja keine Chancen, die ja. Du da von mir, also da muss ich was draus machen. Ja, so. Ja, Klaus, das ist natürlich richtig. Es waren viele schlechte Flanken dabei, wo du was rausgemacht hast. Ich würde mich heute auch freuen, wenn einer mal auf Deutsch gesagt Mist flankt und da würde ein Tor durch passieren. Aber wir haben einfach zu wenig Torchancen. Ja, wir spielen nicht schlecht mit, aber wir holen keine Punkte. Und das ist ja das, was wir uns die ganze Zeit überlegt haben hier. Wir sagen, wir spielen manchmal nicht schlecht, aber die anderen Mannschaften, die gewinnen die Spiele. Und das ist dann, wird das ein bisschen, das wird immer enger jetzt. Ja? Jetzt musst du eigentlich Wolfsburg schlagen, egal was kommt. Und da ist es noch so, wenn wir zurückblicken gegen Leipzig, waren wir viel zu weit von den Leuten weg. Das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Wir haben die beherrscht. Wir haben keine Großchancen zugelassen. Hervorragend uns verkauft im Defensivbereich. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir vorne auch mal die eine oder andere Chance rausspielen und ein Tor machen. Aber die Zeit, die läuft uns weg. Und von daher, weil wir aufholen müssen. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir uns nochmal steigern, auch vorne steigern, um gegen Wolfsburg zu gewinnen. Und das wird nicht einfach, weil die haben nicht schlecht gespielt gegen Bayern München. Aber Bayern München hat hervorragend am ersten Halbzeit gespielt. Ja, das muss man einfach sehen mit den Top-Leuten, die sie haben. Und deswegen darfst du denen auch keine Platz lassen, muss sie bekämpfen und das werden wir auch tun, denke ich mal. Und ja, hoffentlich haben wir ein bisschen Glück, dass wir aus zwei, drei Möglichkeiten haben, dass wir ein Tor machen. Ich bin auch der Meinung wie du, dass wir gegen Gladbach deshalb die Gladbacher so schlecht haben aussehen lassen, weil wir es genau richtig gemacht haben. Ich habe die Gladbacher schon nach dem Restart zweimal gesehen, zu Hause gegen Leverkusen, in Hoffenheim. Und wenn du den Ball lässt, dann haben die alle ein feines Füßchen und wissen genau, wo sie hinlaufen müssen, wo der Ball hingehört. Und das ist dann wieder unser Problem. Das haben wir ihnen komplett weggenommen. Wir haben das Mittelfeld total im Griff gehabt. Kral und Kraus, super Ballgewinne. Und unser Knackpunkt ist dann, was passiert, wenn wir den Ball haben? Ja. Und dann die richtigen Laufwege und das richtige Abspiel. Wir haben natürlich auch Mittelfeldspieler, die jetzt auch keine Tore machen. Ja, wenn du da noch so einen Goretzka dabei hättest oder einen Kimmich dabei hättest, die auch mal ab und zu, ich sage jetzt einfach mal, mit ihren Qualitäten auch Tore machen. Wir verlassen uns natürlich zu sehr auf Terodde. Und wenn der nicht trifft, dann wackeln alle mit dem Kopf und sagen, jo, jetzt hol ihn runter. Kommt der Bülter rein und läuft natürlich da so halb rechts. Das ist ja für mich keine richtige Torschance gewesen. Ja, du läufst so halb rechts auf dem Tor zu. Also der muss den schon sehr gut treffen. Und wenn du den nicht gut triffst, dann geht er eben vorbei. Also das war für mich jetzt keine große Torschance, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn er ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte er eine große Chance. Aber Jörg, wenn man Fußball gespielt hat, dann sieht man da schon, ob da eine Chance raus entstehen kann oder nicht. Also ich habe es also nicht so gesehen, wie Reis zum Beispiel gesagt hat, war eine große Chance. Nein, du musst ja den Ball schon entweder vorne treffen, hier irgendwo am ersten Pfosten oder so halb hoch am Torwart vorbei. Aber das ist sehr schwierig zu schießen als Rechtsfuß. Aber nochmal, das, was wir gezeigt haben, in Aggressivität, nah am Gegner dran, das passt. Das war okay, das war wirklich sehr, sehr gut. Aber jetzt muss das andere kommen. Und da, ich habe es schon mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich es gesagt habe, ohne Salazar wird das nicht gehen. Da gucken wir dann mal, was am Freitagabend dann gegen Wolfsburg der Trainer sich ausdenkt, wie man dieses gleichzeitig
das Spiel dadurch ja erst in den Griff kriegen. Ne? Die Basis für das Spiel ist die Defensive, die Ballgewinne im Mittelfeld, hinten nichts zulassen und dann holen Kral und Kraus uns die Bälle und Ballanta jetzt vielleicht auch. Aber dann hast du eben drei, die dieses Profil haben und nicht das Offensive. Ne? Das heißt, wie baut man da den Salazar ein? Weg von den drei Stürmern und nur Salazar hinter zwei Mann? Salazar ist meine Meinung, der muss das Privileg haben, überall dahin zu sehen, wo er Lust und Spaß hat, wo er Bälle kriegt, wo er was machen kann. Nicht hinten, vorne, weiter vorne. Es hat schon viele Spieler gegeben, die auch von den Rennen nach hinten viel arbeiten müssen. Da kannst du nach vorne das nicht mehr reißen, was du normalerweise kannst. Du musst weit vorne spielen, der muss angespielt werden. Natürlich müssen die anderen auch mitmachen, müssen sich bewegen. Sonst wird es ganz, ganz schwer. Aber er hat einen super Schuss, er hat einen super Dribbling. Und das muss ich ausnutzen. Und das geht nicht. Meine Meinung, vielleicht bin ich, stehe ich alleine da. Das geht nicht anders. Nee, ich stehe neben dir, Klaus, mach keine Angst. Also ich bin ja der gleichen Meinung wie du auch. Nur ich glaube, so mehr wir darüber reden, umso weniger spielt er, habe ich immer den Eindruck. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den mal ganz rauslassen. Wahrscheinlich spielt er dann. Ja, ich warte jetzt so einen ab und da spreche ich überhaupt nicht mehr drüber. Ja. Also, und schau mal, was bei rauskommt. Ja, also wir reden mal gar nicht so viel über Salazar. Der ist ein geiler Fußballer, das wissen wir ja. Und dass der spielen muss, eigentlich spielen muss. Aber du hast natürlich jetzt, wie Jörg da auch schon gerade gesagt hat, du hast drei sehr gute defensive Leute. Also kannst du entweder nur mit zwei Spitzen spielen und Salazar hinten dran. Ja, weil ich fand jetzt die drei da im Mittelfeld jetzt nicht so schlecht. Die haben gut gearbeitet und du musst gegen Wolfsburg auch gut stehen hier. Ja, und du musst aber auch probieren, Tore zu machen. Ja, aber Abi, du kannst normalerweise, mit Starke hat sich ein bisschen verbessert, sagen wir so. Mit Starke, mit Terode und Salazar, wenn die drei vorne sind, die müssen sich an die Position binden. Naja. Da muss er nicht sein. Ja, aber Salazar überall rumlaufen kann, das ist ja dann in Ordnung. Und, aber wir müssen da aufholen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Und, das nützt alles nichts, wenn ich hinten die Null muss stehen. Gar keine Frage, der Hubs eben jetzt mal gesagt. Aber sind da vor die Tore gefallen. Das muss her. Und, ja, wir werden das verfolgen, denke ich mal, gegen Wolfsburg und, ja, da können wir am nächsten Montag wieder drüber reden. Ich meine, vielleicht ist es irgendwann auch mal ein Standard und die kommen ja schon besser. Ne? Wir haben jetzt in diesen Spielen nach dem Restart dreimal Kraus, einmal frei nach Ecken oder Freistößen, Kopfbälle aus 5 Metern. Ne? Irgendwann muss da auch mal einer von rein. Ja, aber wenn der Ball kommt und ich drehe mich weg vom Ball und treffe ihn hier, da weiß ich gar nicht, wo er hingeht. Ich muss ihn anschauen, den Ball, und muss wissen, wo köpfe ich denn hin, wenn ich relativ frei bin. Da muss ich wissen und muss das trainieren und nicht wegdrehen. Und wie gestern habe ich ein Spiel gesehen, auch da hat einem, er wollte auch köpfen, hat aber erst die Schulter und dann den Kopf und da ging es rüber. Hallo, ja, da geht noch mal Licht. Und, manchmal geht ja so einer rein. Also hoffen wir mal, dass wir mal so da wieder... Da müssen viele reingehen. Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen... Vielleicht haben wir mal wieder Glück und dann geht auch so einer mit der Schulter mal rein. Wir hoffen ja immer, dass wir Tore machen können. Du weißt ja, wie das ist. Aber ich finde, bei Standards mit Jens jetzt, der ist ein sehr guter Kopfballspieler. Gut, jetzt hat natürlich Wolfsburg meiner Ansicht nach auch große Kerle hinten drin. Also da wird es, glaube ich, bei Standards ein bisschen schwieriger. Und trotzdem muss man alles probieren, ein Tor zu machen. Ob das über Standards oder Freistoß oder irgendetwas ist. Wir müssen Tore machen. Wir müssen einfach mal in Führung gehen, dass unser Spiel dann auch aufgebaut wird. Ne? Also wir klettern und klettern und klettern. Entweder klettern wir hinterher, ja, oder wir probieren das 0-0 zu halten. Ja, aber wir führen nie. Wir gehen nicht mal in Führung 1-2-0, um dann auch mal ruhig zu spielen, dass mal ein bisschen Dampf rausgenommen wird, taktisch gut gespielt wird dann. Das ist leider bei uns nicht. Der Druck ist bei uns über 90 Minuten lang immer da, weil es immer 0-0 steht. Und
Wenn man zu Hause 0-0 spielt oder man will so auswärts was holen, dann muss man ab und zu mal ein Tor machen. Und da hat der Klaus recht, wenn man keine Tore macht, dann wird es eng. Und die Aggressivität, die er auf dem Platz jetzt gezeigt haben, beibehalten, gar keine Frage. Aber da muss er mal nach vorne gehen, auch mit ein bisschen mehr Mut. Ja, nur abspielen und zuschauen, was macht er, hoffentlich macht er es gut. Nee, das geht nicht. Ich muss ihm helfen. Ja, und diese Truppe, die sind in der Lage, das haben sie ja gezeigt. Sie sind in der Lage, in der Bundesliga mitzuhalten. Aber wie gesagt, und da können wir reden hier stundenlang, wenn du keine Tore machst, geht's nicht. Ja, ich gucke ja immer so ein bisschen in eure Vergangenheit, ne, wie es dann bei dem jeweiligen Gegner war in der Statistik. Du hast nie gegen Wolfsburg gespielt, die waren kein Thema. Also auch nie im Pokal getroffen, aber du hast mal Geschichte gemacht gegen Wolfsburg. Aber waren die Wolfsburg damals in der Bundesliga? Nee, die waren nee. Zweitligist. Ja, und da muss gefühlte 100 Jahre her gewesen sein. Ah, sind nur, da weiß ich nichts mehr von. Sind nur knapp 53. 1970, im Dezember 1970, 53 Jahre her. Dezember 1970, ihr spielt im Pokal in Wolfsburg, nach einer Viertelstunde 2-0 durch Heinz van Haan. Doppelpack Heinz van Haan, gab es ja auch nicht so oft. Nee. Und dann lasst ihr euch aber am Ende, 78. 89. noch zwei reintun. Elva in der 89. Und dann gab es Wiederholungsspiel. Das siehst du aber, wie schlecht wir hatten. Überhaupt Hin- und Rückspiel war der damals noch so normal. Ne? Und dann habt ihr im Rückspiel schnell 0-1 hinten gelegen, schnell den Ausgleich gemacht. Ab der 11. Minute Klaus Scheer damals. Ab der 11. Minute ist nichts mehr passiert, auch in der Verlängerung nicht. Und dann gab es das erste Elfmeterschießen der deutschen Fußballgeschichte. Schalke gegen Wolfsburg. Ehrlich? 1970, ein Tag vor Heiligabend. Ja, überleg mal, 1970, wie lange das her ist. Wie soll ich das noch wissen? Ja, aber geht doch gar nicht aus. Mehr. Du warst dabei. Ja, wenn dabei, auch nur bis zur 100. Minute, dann haben sie ihn rausgenommen, weil er mit dem Elfmeterschießen war ja nicht so Tor sein Ding. Hab, ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wieso den Klaus rausgenommen aus dem Kopf, haben. Wieso haben sie dich denn da rausgenommen? Der Trainer hatte keine Ahnung. Der Trainer wollte unbedingt entlassen werden, hundertprozentig. Manipulsch mitgebracht. Oh Gott, der hat auch getroffen. Ja. Und die Wolfsburg haben vier Stück nicht reingekriegt bei Budde, ne? Dieter Budenski. Gehalten oder daneben geschossen? Das weiß ich nicht. Ich habe gehofft, dass du dich noch erinnern kannst. Ob der Budde die alle gehalten hat, dann wäre er wahrscheinlich wochenlang nicht mehr runtergekommen. Nein, das hätte man aber gehört. Elfmeter gehalten ist schon eine Menge, oder? Ja, vielleicht hat er zwei gehalten, zwei daneben. Das habe ich schnell abgehakt, sowas. Ja, war auch schon Weihnachten, du wolltest auch nach Zwiesel wieder, ne? Ja, war schon mit einem Bein im Auto. Naja, aber jedenfalls das erste Elfmeterschießen der deutschen Fußballgeschichte damals. Schalke gegen Wolfsburg. Das werden wir jetzt hier nicht erleben am Freitag, das können wir schon mal sicher sagen. Ne? Und dann hoffen wir aber, dass die genauso viel verschießen wie damals, die Wolfsburger, und dass wir besser treffen, wenn es drauf ankommt. Grüß dich, Jörg. Vielen, vielen Dank. Danke. Bitte. Und es hilft nichts, nächsten Montag müssen wir über einen Sieg reden. Ja, es hilft alles nichts. Alles klar. Dankeschön, Klaus Fischer, Dankeschön, Rüdiger Bramczyk und euch alles Gute für die Woche. Jawohl. Tschüss und Glück auf. Ciao. Glück auf.